With my luck, it'll be locked. Ja, aber... No oh, way. Nee, ist offen. Sehr schön. Oh Gott. Ich hoffe, sowas kommt nicht nochmal. Sowas mag ich gar nicht. So, denn hier noch runter. Es wäre auch schön, wenn wieder Tag ist. Es wäre ein Träum. Ich habe das Gefühl, dass die Nächte hier deutlich länger sind als die Tage. Impossible. I can't be back here. Please, just let this be some kind of sick prank. Was? Nein. Nein, 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 das kann nicht sein. It's clear that somebody wants me inside tonight. At this point, I have no choice. Natürlich. Ich will da nicht rein. Ich will da wirklich nicht rein. Scheiß drauf, was die anderen wollen. Ich will's nicht. Ich will's wirklich nicht. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Wir sind... Oha, wir sind tatsächlich schon anderthalb Stunden im Spiel fast. Naja, ich habe ja auch noch ein bisschen geredet. Aber es kommt mir schon länger vor. Okay. Ich will hier nicht rein. Hier endet es doch wieder nicht gut. Ich erschrecke mich wieder ganz fies und das kostet mich doch wieder Jahre meines Lebens hier. Oh, genau, runter, natürlich, natürlich. Nee. Unser Handy ist anscheinend entweder weg oder leer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir keine Taschenlampe zur Verfügung. This hallway. It wasn't here last night. Das ist richtig. Wie weit geht das hier denn bitte noch runter? Ich hoffe, ich finde hier nachher wieder raus. Someone is leading me. Guess I'll soon discover why. Ich fühle mich jetzt schon unwohl. Das endet nicht gut. Und bei dem langen Weg, den wir hier gehen, würde es mich nicht wundern, wenn Kloppo gleich wieder hinter uns her ist. Und dann finde ich wieder den Ausgang nicht. Der Weg ist echt lang hier. Was ist das für ein Haus? So groß war das gar nicht. So lang kann der... Achso, wir sind bestimmt schon unter der Erde. Okay. Guck da doch nicht noch länger durch. Ich will da weg. Ich will da weg. Der kommt doch gleich bestimmt auf einmal. Nee, okay. Ich dachte, er kommt jetzt auf einmal, denn... Mein Herz rast jetzt schon wieder. Hier passiert gleich irgendwas. Ja, siehst du? Toll gemacht. Sowas passiert nicht. Ich habe doch festgestellt, dass die Dinger nicht wachsen. Wieso ist dieser Gang so lang? Oh, scheißegal jetzt. Komm schon, stell dich nicht so an. Ich weiß, du bist ein Mann, aber das geht jetzt gerade nicht. Da haben wir keine Zeit für. Los jetzt, ein bisschen schneller.
Ja, du hast ein bisschen Kopfweh. Das glaube ich dir gern, aber wir müssen hier raus und zwar schnell. Er läuft einfach nicht. Er trudelt hier seinen Weg einfach längs. Und ich möchte so gerne laufen. Ich möchte doch nur laufen. Okay, sind wir draußen? Alter, mein Herz rast, das glaubt ihr nicht. Where am I? Am I inside the chapel? I can't remember. How did I get in here? Shit, my head. It's hard to see through all this blood. First I should do something about it. Oh, erstmal muss ich meinen Puls wieder runterkriegen. Who's there? Ja, genau, ich gehe gleich meine... stimmt, wer war hier? Ich habe jetzt gerade gelesen, so dass ich das eben nur ein bisschen nebenbei mitgekriegt habe. Hier war ja jemand, hier ist gerade jemand gegangen und hat die Tür zugemacht. Und irgendjemand muss uns hierher gebracht haben, wir sind ja nicht hierher gegangen. Na toll, mein Herz rast wieder. Geil. Ich habe gerade gelesen, ich soll mir die Hände waschen, da habe ich wieder gute Laune. Und dann ist hier einfach irgendein Fregel und... Aber der scheint es ja zumindest gut mit uns zu meinen. Ich sollte wahrscheinlich stop the bleeding first. Ja, schön. Haben wir irgendwas, womit wir das bewerkstelligen können? Nee, nicht wirklich. Können wir das nehmen? Da können wir doch bestimmt einen Verband draus schnibbeln. Es tut mir leid, ich muss immer ums Mikro rumgucken. So, wenn wir da jetzt ein paar Streifen machen, haben wir doch einen astreinen Verband. The bleeding stopped, but I still feel like shit. I must have been poisoned down there. Na, hoffentlich ist seine letzte Tetanusimpfung nicht zu lange her. So, können wir das jetzt nehmen? Schön, ich weiß nicht warum, aber was wir nehmen können, nehmen wir mit. Ein Paddel. Damit können wir paddeln. Nein, es sieht eher aus wie ein Schneidbrett. Das wollte ich nicht aufmachen. Ich wollte das hier eigentlich nehmen, aber dann nehmen wir halt zuerst das. In case you'd have hard time finding the right herbs. Was? Warum sollten wir? Flower Sense Potion. Wir müssen... Heute backe ich, morgen brauche ich. Finding the right herbs. There is an old recipe which heightens your senses and lets you smell them from afar. Okay. Das heißt, wir können Pflanzen aus der Ferne riechen. Wozu? Na gut, um sie zu finden, aber... Oh Gott. Drink this potion and the scent of each herb turns into a particular color. Das nennt man auch LSD, was wir dann zu uns nehmen. Entschuldigung. I've marked the colors in my herbalism book, so pay close attention to them. To prepare the potion, you need to boil crushed bachelor buttons petal, add a single crushed leaf from silverweed, put in a lungwort's petal, add two crushed roots from... Was? Drink one flask and the effect would be permanent. Was? Warum... Ich muss gestehen, ich habe mir echt etwas... Ich habe mir das Spiel simpler vorgestellt, linearer. Could this be an antidote? Dear Jurina, despite my beliefs, I have to thank you for the recipe. That black material of darkness must have been created by the devil himself. I mixed the herbs from your garden and
I no longer feel any influence of that evil substance on me. Das ist wahrscheinlich das, was wir hier gerade in unserem Blickfeld die ganze Zeit haben. Und was uns wahrscheinlich auch so bespritzt hat in dieser ekelhaften Spinnhöhle. My sight is now clear and I can no longer hear any whispering. Haben wir Flüstern gehört? Ich glaube nicht. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Please come and take back your equipment. I left it on the shelf together with your book and recipes. We had our differences in the past, but I believe now more than ever that in your heart you are a good woman. Please don't turn your back on our church anymore and I promise not to warn my diocese. Ich kann es gerade nicht, ich weiß, was es ist eigentlich, aber ich kann es gerade nicht übersetzen. Against you and your what? Tell me, please. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auch noch Tränke brauen. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ich kann dann Farben riechen. Das maybe something in there could help me. Ich kann dann Farben riechen. Übrigens, schön, dass du da bist, Vibe. Ich habe dich leider jetzt erst gesehen, das tut mir leid. Ich kann dann Farben riechen, das ist gut. Ach, haben wir vielleicht doch hier bei diesem Ding hier was flüstern hören? Ja, da hören wir was flüstern. Und das können wir dann nicht mehr hören. Ich will es eigentlich deutlicher hören. Ich will wissen, was die sagen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Kräuterlis brauen. Hier haben wir jetzt nichts vergessen, ne? Nö. Na, das kann ja was werden. Achso, und wir haben Schlüssel gefunden. Chapter 3. Ja, Chapter 3. Englisch-Deutsch. Entweder. I need to get the poison out of my system. Oder. Well, okay. Ich wende mich denn mal ab. Ach, kommen wir jetzt hier unten rein? Ist dafür vielleicht der Schlüssel? Ja. Es ist eine nette musikalische Untermalung. Ich fühle mich ein wenig unwohl. Okay, hier haben wir jetzt ganz viele Blümchen. Herbalism. I should learn more about. Ja, okay, wir hatten ja dieses eine Buch gefunden. Können wir es denn irgendwie lesen, wenn wir da mehr drüber lernen sollen? Ah, können wir. Black spit? What the hell? The symptoms sound very familiar, though. Okay, das Ganze nennt sich also Black Spit. Purification. When your body gets corrupted by the black spittle, now she overcomes you and you will hear voices calling out to you. Never follow them. Oh, schön, dass wir eben diesem komischen verschwindenden Männchen folgen wollten. Never follow them or they will lead you into peril. Gather fresh herbs instead and prepare the following purification potion. Bla bla bla, die Zutaten. Let it boil for a few weeks, wollte ich gerade sagen, for a few minutes. Then drink a single cup to purify darkness from your body and mind. Da sollten wir uns denn vielleicht ein paar von machen, oder? Ich weiß nicht, nur so. Maybe this could help my vertigo on the bridge. Apparently I'm not the only one having problems. Ich meine, hier scheinen wir jetzt gerade ganz viele Pflanzen zu haben. Aber wenn ich nachher Farben riechen kann, dann ist das natürlich
Da ist natürlich auch die ganze Welt viel schöner. Calm mind. Drinking this potion prevents your mind from being confused by swirling vertigo caused by malevolent forces. Oh, können wir das vielleicht... Können wir das vielleicht nutzen, wenn wir über die Brücken wollen, dass wir dann ruhiger werden? Achso. I can make this herbalist kit. I just have to find all the parts. Okay. Ach Gott, da sehen wir dann auch die Farben dazu zu den Pflanzen. Oh ja, und diese Farben können wir dann riechen, ja? Das ist, ich hoffe, ich muss das nicht alles lesen. Okay. Er hat also manchmal eine Idee, die wir dann einfach umsetzen können. Das ist schön. Okay, das heißt, da packen wir jetzt einmal das hin. Und da packen wir das hin. Das. Das. Das haben wir nicht. Ist das vielleicht das hier? Müssen wir das jetzt hier erstmal... Bastelstunde. Bastelstunde mit Xyra. Ihr könnt hier noch was lernen, Leute. Achso, und den Boden. Now I can heat up water without risking a forest fire. If I'd known I'd be here this long, I'd have brought my camping gear. Ist gut. This looks right to me. Okay, jetzt haben wir was. Ach, jetzt haben wir da oben auch den neuen Reiter, der uns noch fehlte. Jetzt können wir Blümchen pflücken. Oh Gott. Alter, was wird das denn noch? Ich meine, es ist schöner, so ein bisschen, ne, Pflänzchen hacken und so ein bisschen vor sich hin köcheln, als irgendwo im Dunkeln durch einen Wald verfolgt zu werden, wo einfach mal Metall sprießt. Also... Aber trotzdem, das Spiel ist irgendwie deutlich umfangreicher, als ich erwartet hatte. Also ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar Streams, bis wir das durchhaben. Und ich möchte das natürlich auch nicht auf die lange Bank schieben. Das heißt, mit meinen Schichten müsste ich echt mal sehen, dass ich das hinbekomme. Dass ich das dann auch wirklich zeitnah ja zu Ende bekomme. Okay, wir haben hier jetzt noch nichts. Können hier auch noch nichts irgendwie aufmachen. Okay, wir können hier gerade gar nichts machen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal ein paar Blümchen pflücken. Okay. Pflück, pflück. Wir nehmen hier einfach mal alles mit. Oh. Wir können hier nicht alles mitnehmen. Wir können nur zwei Blümchen haben. Dann ist voll. So, ich schnapp mir hier jetzt erstmal alles, was ich finde und was ich kriegen kann. Und dann fange ich an zu brutzeln. Ich sehe spärlich. Aber es geht euch ja nicht anders. Ich hoffe nur, hier passiert jetzt nichts. Dass hier irgendwie Kloppy wieder vorbeikommt. Ich bin ein bisschen nervös, obwohl das ja eigentlich gerade ist, es ist Tag und... Aber die Musik, die ist irgendwie so, so unheilverkündend. Achso, springen kann ich ja nicht. So ein bisschen unangenehm. So... Mal gucken, ob ich jetzt hab, was ich brauche. Habe ich euch hier schon? Ja. Euch hatte ich... Nee, euch hatte ich noch nicht. So, dann mache ich jetzt erstmal hier dieses Purification. War es ja, glaube ich, damit wir wieder ordentlich gucken können. Nee, nicht Calm Mind Flowers. So.